Wie ihr sehen könnt, ist das soweit. Ich habe hier die DigiKeys DR5000 liegen. Dann habe ich den DR4088LL LocoNet Controller für die Rückmeldung liegen und auch den DR4088 und den DR4018 Schaltdecoder habe ich hier liegen, ein Netzteil. Und auf meiner anderen Seite seht ihr die Testanlage. Das habe ich jetzt schon soweit alles hingestellt. Die DR5000 werde ich jetzt mit euch gemeinsam bei Rockrail einbinden. Wie das Ganze funktioniert, es gibt mehrere Varianten. Ich habe mich für heute für eine entschieden, die ich euch beibringe. Und das Ganze werde ich euch dann gleich nach dem Intro zeigen auf dem Computer. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und ich werde es wie immer Schritt für Schritt machen für euch. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Wir sehen uns dann dort. Ja, herzlich willkommen im neuen Video zum Thema Rockrail. Heute möchte ich die DigiKeys DR5000 Zentrale, die ihr hier auf meinem Schreibtisch sehen könnt, einmal mit Rockrail verbinden. Hierfür brauchen wir einmal das USB-Kabel und ein Netzwerkkabel und die Software. Wie wir die Software bekommen, das zeige ich euch jetzt einfach mal. Ich habe hier schon die Seite geöffnet und zwar digikeys.com. Kann ich auch gerne nochmal neu machen. Ja, das ist die Hauptseite digikeys.com/de. Wir gehen auf den Reiter Digital und dann auf Digitalzentralen. Dann kommt die einzige ADJ DR5000 Zentrale. Klicken wir einmal drauf. Da waren wir jetzt gerade und jetzt öffnen wir einmal das Handbuch. Zack. Hier unten ist einmal die Software. Das ist im Moment die Version 1.5.2 Exe. Ne? Also das seht ihr ja jetzt hier, steht auch Current Software. Das Bild ist auch völlig anders. Ja, da klicken wir jetzt einmal drauf und laden das Ganze herunter. Das habe ich schon gemacht, deswegen breche ich das Ganze ab. Wir installieren diese Software und den Reiter dazu, beziehungsweise die Verknüpfung dazu, habe ich hier auf meinem Desktop angelegt. Das öffne ich jetzt einfach einmal und wir sehen jetzt hier dieses bunte, blinkende Bild. Wir wollen jetzt die Software übers Netzwerk mit Rockrail verbinden. Dazu machen wir jetzt Folgendes. Wir gehen jetzt hier einfach auf diesen LAN-Button. Ja, und dann sehen wir Folgendes. Eine Menge an Zahlen und wissen gar nicht so wirklich viel damit erstmal anzufangen. So. Wir müssen, falls ihr das nicht alles so habt, wie ich es habe, USB-Stecker anschließen. Das ist das eine. Und LAN-Stecker anschließen. Ja, ihr erkennt daran, dass die Software richtig läuft von DigiKeys, wenn hier DR5000 und eure Nummer hier steht. Ja, das ist die 5599, das ist Seriennummer, keine Ahnung, aber ist auch völlig unwichtig, weil jeder hat dann wahrscheinlich eine andere Nummer, kann alles möglich sein oder ist es immer die gleiche oder ist eine Versionsnummer, ich weiß es nicht. Dass die nur 5000 noch was Geräte rausgebracht haben, kann ich mir schlecht vorstellen. So, wir haben jetzt hier einmal, das ist jetzt ganz wichtig, ist folgendermaßen angeschlossen. Dieses Netzwerkkabel befindet sich in demselben Anschluss, also in meiner Fritzbox, wie der Computer auch, damit die sich untereinander finden können. Das heißt, ihr könnt jetzt nicht einen in die Fritzbox stecken und einen in ein anderes Gerät stecken. Nein, es muss letztendlich beides zur Fritzbox angeschlossen sein, dass es beides dieselbe IP-Adresse bekommt, ja. Das heißt, ich verwende meinen Computer mit einem Netzwerkkabel und verbinde damit auch die DigiKeys DR5000 mit. Das heißt, es muss alles in einem gleichen Netzwerk sein. Ja, deswegen ist auch hier oben die IP-Adresse auch ganz wichtig. Mein Computer hat auch ist in denselben IP-Adressenbereich und dann können die sich auch finden. Ne? 192.168.1.35. Und die letzten Ziffern, das können 2 bis 3 Ziffern sein, die sind immer unterschiedlich. Das ist wie eine Versionsnummer oder wie eine Telefonnummer. Ne? Die ersten 3 großen Blöcke, die müssen gleich sein. Ja, die können auch immer dreistellig sein und die müssen immer gleich sein. Das ist die IP-Adresse. Und die letzten 3 Ziffern, die müssten sich halt unterscheiden. Und dann ist das so, dass die sich finden können, wenn die Firewall und die Anschlüsse das alles so richtig zulassen können. So,
Ich mache jetzt Folgendes: Wir konfigurieren das heute über ExpressNet bzw. LAN. Ja, ich lasse euch das mal hier so offen. Ich öffne jetzt parallel dazu die Rockrel-Software. Dazu öffne ich einmal die Verknüpfung von dem Server. Der sieht so aus, kennen wir bereits. Und wir öffnen RockView. Dauert einen Moment, muss erstmal OK drücken. Und jetzt ist hier RockView am Laufen. Jetzt muss ich einmal schauen. Jetzt müssen wir einmal auf die RockRel-Eigenschaften gehen. Dann kommt dieses Fenster hier. Und dann haben wir hier den Reiter Virtual. Das für eine virtuelle Zentrale, die wir nicht haben. Den löschen wir jetzt. Wir fügen jetzt unsere DigiKeys DR5000 hinzu und wählen jetzt hier ExpressNet aus. Gehen jetzt einfach auf Hinzufügen und haben jetzt hier unseren Reiter mit der ExpressNet. So. Wir gehen jetzt hier hin und schreiben DR5000 hier rein. Nicht DR11, sondern DR5000. Ja, der Hostname ist die IP-Adresse 102.168.1.35. Können wir hier dran erkennen. Ne? Hier haben wir die 1.35, das tragen wir jetzt gerade ein. Das ist die Host-Adresse und der Port ist 5550. So, Port 5550 und wir wählen hier oben LI-ETH aus und das war's jetzt. Drücken einmal hier OK und einmal dort OK. Wir beenden das Programm und auch den Server müssen wir beenden. Und dann starten wir das Ganze jetzt noch einmal neu, indem wir jetzt hier nochmal den Server neu starten und RockView nochmal neu starten. Moment. OK drücken. Schiebe ich das Ganze rüber und jetzt sehen wir hier unten noch nichts. Wir drücken jetzt mal auf Power. Achtet jetzt einfach mal auf diesen Bereich hier. Die rote Lampe sollte jetzt eigentlich auf Grün wechseln, wenn ich hier oben auf Power drücke. Zack, Verbindung ist erfolgreich. Die Verbindung ist jetzt hergestellt. Ich beende jetzt einfach mal diese DigiKey-Software. Ja, ich ziehe jetzt hier den Stecker raus, USB-Stecker. Ich minimiere das einmal alles. Wenn ich jetzt nichts angeschlossen habe, dann sieht das folgendermaßen aus. Auf der DigiKeys-Zentrale hier am Computer. Jetzt seht ihr hier, steht das für Demo. Ist nicht angeschlossen, es demonstriert eigentlich, weiß ich nicht, wie es möchte. Es blinkt und macht und tut, wie es soll. Aus geht es nicht, an geht es nicht. Es ist einfach nur so zum Angucken wahrscheinlich. Mache ich aus. Habt ihr gesehen, ist jetzt kein Fake. Man sieht das jetzt auch hier, dass das alles an- und ausgeschaltet ist. DR5000, das ist dieser ganze Serververlauf. Ne? So. Das war's. Ihr wisst jetzt auf jeden Fall, wie ihr die DR5000 in Rockrel einbindet. Das Ganze werde ich jetzt demnächst, wenn ich beim Ralf bin, werde ich mir die Z21 mitnehmen. Hierhin auf meinen Tisch. Hier. Und dann werde ich mit euch die Z21 in Rockrel einbinden. Damit ihr auch die wohl am meist verbreitetsten Zentralen einmal sehen könnt, wie ihr die in Rockrel einbindet. Es war aber jetzt nur eine Variante von Rockrel, die DR5000 einzubinden. Es gibt da noch ein, zwei andere Möglichkeiten. Ob die sinnvoll sind, weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht, ob ich euch die schon zeigen soll. Aber auf jeden Fall bleibt dran. Hat euch das Ganze gefallen und weitergeholfen? Vielleicht lasst mir einen Daumen nach oben da oder nach unten. Schreibt ein bisschen was in die Kommentare. Wenn ihr aber Fragen zur Software habt, wendet euch an den Rockrell Support. Da gibt es richtig taffe Leute, die wissen immer weiter und kennen sich damit richtig aus. Und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß bei uns. Danke fürs Abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.